Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal den neuen Service Car Merch Glitch zeigen. Für den Service Car Merch Glitch müsst ihr euch auch nicht mehr verglitchen. Ihr braucht dafür einfach nur eine Autowerkstatt, dann die Servicefahrzeuge, die ihr merchen wollt. In der Autowerkstatt sollte sich dann halt noch das Spende-Auto noch befinden, von dem ihr die Settings halt auf das Servicefahrzeug übertragen wollt. Ihr braucht dann ebenso noch einen Bunker, da wir den Bunker einmal ganz kurz benutzen müssen. Und ihr müsst auf jeden Fall die Autos hinterher kaufen. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall so viel Geld, so viel wie das Servicefahrzeug auch kostet. Geht einfach mal dann ins Optionsmenü und stellt einfach mal den Zielmodus ins freie Zielen ein, weil dann braucht ihr nämlich keine Hilfe von einem Freund, denn wir müssen nämlich hinterher einen Freund joinen, der sich in einem anderen Zielmodus befindet. Und ja, wenn ihr schon im freien Zielen seid, dann braucht ihr auf jeden Fall keine Hilfe eines Freundes. Und wenn ihr alles soweit habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Geht einfach mal aus der Autowerkstatt raus. Ihr öffnet dann einmal noch das Interaktionsmenü, geht dann auf Markierung, auf Markierung ausblenden und dann Jobs auf eigene, so dass ihr die ganzen blauen Jobmarkierungen auf der Map angezeigt bekommt. Haben wir das gemacht, dann gehen wir auch nochmal auf Options und nun teleportieren wir uns einmal in die Nähe unseres Bunkers, starten dafür einmal den blauen Job. Warten mal, bis wir in den Jobmenü reingeladen werden. So, sind wir im Job angekommen. Dann suchen wir uns jetzt einmal den Freund raus, dem wir beitreten wollen. Wir gehen einmal aufs Profil drauf, drücken dann auf Beitreten, warten, bis die erste Meldung kommt. So, die erste Meldung, nochmal Doppel-PSN drücken, holen uns nochmal eine Meldung. Die zweite Meldung, die lehnen wir ab. Nun sind wir schon in der Nähe von unserem Bunker. Ja, wir gehen uns einfach zum Bunker hin. So, einfach in den Bunker reinlaufen. Sind wir in dem Bunker drin, können wir den auch ganz einfach wieder verlassen. So, draußen angekommen, müssen wir uns dann wieder zu unserer Autowerkstatt teleportieren. Dafür gehen wir auf Options, suchen uns einfach einen blauen Kreis in der Nähe unserer Autowerkstatt. So, einfach in den Job reingehen. Wunderbar, dann warten wir einmal, dann bis der Job geladen hat. So, sind wir drin, dann genau wie dasselbe, Doppel-PSN drücken, warten bis die erste Meldung kommt, die erste Meldung ist da, nochmal Doppel-PSN, die zweite Meldung, die lehnen wir ab und nun sind wir in der Nähe unserer Autowerkstatt, begeben uns einmal dorthin. So, seid ihr in der Autowerkstatt drin, dann begebt euch einfach jetzt zu diesem Auto, von dem ihr die Teile übertragen wollt. In meinem Fall ist es der Krieger, ich steige in den Krieger ein, drücke dann Steuerkreuz nach rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. Ihr braucht jetzt nichts anderes machen, als irgendeine Kleinigkeit am Fahrzeug zu ändern. Irgendwas, was nicht viel kostet. Ich ändere einfach die Panzerung, dann die Tuning-Werkstatt einfach wieder verlassen. So, wir begeben uns jetzt zu diesem Auto, was wir merchen wollen. Zu einem von den beiden Servicefahrzeugen. Die werden ja auch jeden Tag immer ausgewechselt, die Autos. Wir stellen uns einfach davor. Da seht ihr schon, dass wir jetzt auch Viereck drücken können, um das Fahrzeug zu kaufen. Jetzt gehen wir einfach in Optionsmenü online, starten irgendeinen Job. Ihr könnt euch auch einen Job von Gerald oder Simeon anfordern, ist egal. Ich mache in meinem Fall einfach statischen Job für einen Titan. So, warten jetzt einmal kurz. Und dann gibt es jetzt gleich einmal einen kleinen Timing-Part, ist aber auch nichts Schwieriges. Warten jetzt, bis wir im Jobmenü angekommen sind. Und dann seht ihr, unten rechts können wir R1 drücken, auf die Bestenliste zu gehen. So, wir drücken also R1, dreimal Steuerkreuz nach rechts, drücken dann Kreis, um wieder rauszugehen. Den Job dann einfach verlassen und dann seht ihr schon, dass sich das Auto schon gematcht hat. Und ja, als nächstes einfach nur noch Viereck drücken, um das Auto zu kaufen. Ich stelle es einfach direkt hier in die Autowerkstatt. Garage rein, damit ihr es gleich dann auch sehen könnt. So, dann warten wir einmal ganz kurz, bis das Fahrzeug geliefert wurde. So, im Hintergrund seht ihr schon, das Fahrzeug wurde geliefert und ja, steht jetzt in meiner Garage drin. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein
Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!